und äh, dann will ich auch mal so ein bisschen loslegen bezüglich irgendwo habe ich es mal aufgeschrieben wie auf haku technik vorbereiten fragezeichen natürlich gehe ich davon aus dass jeder von euch irgendwie entweder jetzt im mai oder vielleicht auch erst im november äh, reinmarschiert. Ähm, viele kennen mich vielleicht auch von dem ntg bereich da ist es ja tatsächlich immer so dass man sich auf ntg vorbereitet meistens acht wochen vorher und geht dann in die prüfung rein bei haku ist es eigentlich ein bisschen anders. Wenn du mit dem NTG-Zeug fertig bist, dann kannst du ja im Prinzip schon dich auf diesen ganzen haku teil vorbereiten. Die allermeisten, wenn sie nicht im Vollzeitbereich irgendwie tätig sind, haben dann also gut und gerne nochmal ein Jährchen Zeit, um dann praktisch da reinzurutschen. Also am besten ist es tatsächlich, man beginnt eigentlich mit der Sache immer relativ früh und. Ich habe das mal so ein bisschen versucht aufzuschlüsseln. Ähm, ist auch schon ein bisschen her von 2019. Da habe ich mich mal hingesetzt und habe gesagt, wenn ich versuche mal so ein bisschen Struktur in den ganzen Scheiß reinzukriegen, denn wenn du jetzt, wenn dich einer fragt, wie er das machen soll, hast du eigentlich keine schlaue Antwort, außer dass du sagst, naja, er soll alles können. Und diese blöden Sprüche, die hasse ich ja auch wie die Pest, weil man weiß nicht, äh, alles können kann keiner. Ähm, wie, wie soll man da am besten zu Werke gehen? die unter ich sage mal viele haben ja auch dann unterschiedliche Vorkenntnisse manche haben ja schon einen technischen Vorberuf Zersparungstechniker oder ich weiß nicht Konstruktionsmechaniker andere die haben dann aber wirklich tatsächlich auch irgendwie was anderes gelernt und sind also so ein bisschen artfremd sage ich dazu aber artfremd in dem Sinne dass sie vielleicht nicht diese ganzen metallischen Grundlagen gelernt haben und die Fertigungstechnik vielleicht schon irgendwann mal gehört haben also, das ist immer so ein Ding, wo die Vorkenntnisse sehr unterschiedlich sind. Und ich gehe immer davon aus, dass wir Leute haben, die im Grunde genommen, äh, ich sag mal vielleicht auch schon länger aus der Schule sind, aber eben alles lernen wollen, damit sie dann gewissermaßen so ein bisschen auf die, äh, auf die Fahne kommen. Und wenn ich mich jetzt so richtig erinnere, äh, setzt sich ja die Technik bei uns in, in, in drei Teilbereiche äh, auf, spaltet sich auf einmal in die Betriebstechnik, die Fertigungstechnik und die Montagetechnik. Das sind ja die drei Säulen, äh, die also später dann auch irgendwie in der Prüfung abgeprüft werden sollen. Und wenn man dann da so reinguckt, dann wird man feststellen, in dem Rahmen Lehrstoffplan, da kann man gar nicht so richtig was mit anfangen, denn steht da irgendwo Betriebstechnik, Kraft und Arbeitsmaschinen, habe ich noch nie gesehen, dass das irgendwie da irgendwie. Das sind alles so blöde Schlagworte, die da drin stehen, wo man eigentlich im Grunde genommen fast nichts schlaues aus der Betriebstechnik so dahinter verbergen kann. Fertigungstechnik ist da schon einfacher. Ihr könnt euch das im Übrigen auch einfach gnadenlos fotografieren. Ich denke, jeder ist da so äh, technikaffin vielleicht, um quasi die äh, das angezeigte Bild einfach mal zu kopieren, das ist sogar erwünscht. Alles, was ich hier hinlege, das kann man selbstverständlich für sich in Anspruch nehmen. Und wenn das einer haben will, ich habe sie mir ja jetzt auch einmal ausgedruckt, was sonst im Rechner ist, schicke ich dir auch gerne per Mail dann. Im Original sozusagen zu. Ähm, dann hast du den Kram da und äh, aber im Grunde reicht es, wenn man es sich einmal anguckt, weil dann sieht man schon, alles klar, Fertigungstechnik ist ein Riesenfass. Und ich will gleich mal noch so ein bisschen einsteigen, weil im Grunde genommen geht es so, äh, bei der Fertigungstechnik geht es am besten. Welche Hilfsmittel verwenden wir dazu? Also egal womit und wo, bei welchem Bildungsträger, die Hilfsmittel sind eigentlich immer die gleichen. Ich habe hier das Tabellenbuch Europa am Start hier. Oder Tabellenbuch Metall vom Europa Lehrmittelverlag. Das ist das, was ich immer verwende. Äh, viele Teilnehmer haben aber auch den anderen, diesen weißen, ich weiß gar nicht, wie heißt das, ist das der. Äh, hat den einer, wie heißt der? Kon kon Christiani. Ja, danke. Ja, weiß ich. Ja, wir empfehlen das, aber ich arbeite trotzdem nur mit diesem hier. Und der Hintergrund hat, äh, warum ich den vielleicht nicht so ganz genau kenne, liegt daran, dass ich ihn selber gar nicht habe, weil er ist mir, wenn ich in den Unterricht gehe, immer viel zu kompakt, um ihn mitzunehmen, mit seinen drei, mit seinen sechs Zentimetern äh, Fülldichte. Ist der für mich zu schwer. Ich brauche was Leichtes und ich brauche etwas, was wirklich auf den Punkt äh, zusammengefasst ist. Und für den Bereich Technik ist das Tabellenbuch eigentlich schon das Maß aller Dinge. Und jetzt komm mal so ein bisschen auf den Punkt, damit du dich da nicht verzettelst. Aber wer den Kon Wer den Christiani hat, der soll ihn ruhig benutzen. Denn an manchen Stellen ist tatsächlich der Christiani auch besser als das Tabellenbuch, wenn es also in der Wärmebehandlung um irgendwelche defizite Dinge geht. Erklärt er manchmal anschaulich und besser, sodass man tatsächlich während der Prüfung selbst das eine oder andere tatsächlich dann da noch herauslesen kann. Aber ähm, das ist nach meinem Kenntnisstand nur an wenigen einzelnen Punkten der Fall. Und äh, die kommen aber tatsächlich auch so selten in der Prüfung vor, dass sich der Vorteil daraus eigentlich. Äh, für die Nutzung kaum ergibt. Aber das kann Peter vielleicht für seinen äh, technischen oder sein Orca-Teil später nochmal kurz ergänzen. Also kurzum, also wie vorbereiten? Also wenn ich hier reingucke, dann ist ein wesentlicher Haku teil anders als bei NTG, die Kennenlernen aller Themenfelder. Und ich finde dieses Register hier ist wirklich klasse. Das will ich dir jetzt nicht vorlesen, weil dafür ist die Zeit ja gar nicht da. Aber jedes Register, das hier irgendwie namentlich gelistet ist, das musst du eigentlich richtig gut kennen. Und wenn man da jetzt zum Beispiel, ich nehme einfach mal hier die Fertigungstechnik, weil das ist ja so im Prinzip das, was wir hier so... Schwerpunktmäßig uns erstmal angucken, dann hast du hier die ganzen spannenden Fertigungsverfahren, die musst du alle kennen und wenn du dir das Fachkundebuch vielleicht dazu nimmst, dann stellst du fest, Alter, das ist so eine monstermäßig äh, große Arbeit, das schaffe ich ja nie und soll ich alles auswendig lernen. Ja, eigentlich äh, ist das vielleicht das lernen ist nie das Beste, sondern du musst von Anfang an mit dem Tabellenbuch arbeiten, damit du einfach auch die Sicherheit bekommst, ich kann etwas herausfinden, was ich gefragt werde und nicht weiß, aber im Tabellenbuch finde ich die Lösung dazu. So, und genauso ist der Gedankenansatz, dass man das Tabellenbuch so gut kennt, dass man weiß, habe ich schon mal gesehen. Schleifen, nie gemacht, reingucken, sehen, wie die Aufgaben dort bearbeitet sind und dann anwenden und Punkte kassieren. So funktioniert das Spielchen jetzt nicht nur für spannende Fertigung, sondern eben auch, und da kommen wir jetzt eben auch in die anderen Bereiche rein, wo man denkt, ja, Mann, das ist ja jetzt gar nicht so einfach, diese Montagetechnik und so weiter. Diese ganze Montagetechnik, die ist ja auch ein wesentliches Thema. Und da weiß man immer nicht so genau, wenn man sich die IHK-Textbände anguckt, dann sage ich mal, äh, ich finde die wissenschaftlich ganz gut aufbearbeitet, aber einen Nutzen für die Prüfung kann ich da also nur sequenziell erkennen. Und Montagetechnik ist die ganze Konstruktion, das fängt ja vorne mit technischer Kommunikation an, so heißt das. Und da gehören dann im Grunde genommen auch dazu, irgendwie Schnitte zu machen, dass man Zeichnungen vervollständigt. Und du weißt selber, wie lange es dauert, wenn man irgendwo eine technische Zeichnung macht und die dann im Grunde genommen äh, ergänzt, wie einfach sie auch ist. Es dauert immer eine Viertel, Viertelstunde, 15 Minuten, 20 Minuten vielleicht. Gut, für 10, 12 Punkte ist es schnell verdientes Geld, sage ich immer, weil bei der Haku-Prüfung ist der Zeitanteil nicht so kritisch wie bei dem NTG-Zeug. 90 Minuten NTG, weißt du selber, musst du ran und wenn du da lange irgendwie im Kreis läufst, ist die, ist die Zeit um. Bei Haku kannst du ein bisschen gucken, da kannst du tatsächlich auch mal ein bisschen, auch, äh, tatsächlich mal den Schreiber zur Seite legen und aus dem Fenster drei Minuten schauen, um dich einfach zu beruhigen. Weil man das Gefühl hat, oh, ich weiß gar nichts. Aber das alles gehört dazu. Und ähm, jetzt kann man das durchblättern und versuchen, alles zu lesen und zu lernen. Äh, Schwachsinn. Das ist überhaupt nicht der Ansatz. Also diese Themenfelder, die habe ich dir jetzt einmal gezeigt, weil ich jetzt hier nicht mich daran äh, ergötzen möchte, was da alles drin steht. Ähm, das ist aber die Sortierung. Und in der Prüfung bilden sich daraus immer Schnittmengen. Das heißt, wenn du dir die Prüfung anguckst, dann kannst du immer sagen, Mensch, dann hast du einen Teil Betriebstechnik, Betriebstechnik. Dann hast du einen Teil Fertigungstechnik, weißt du, dann hast du die Fertigungstechnik. Und die Montagetechnik und alles das hier, was ich hier jetzt gerade so als Schnittmengengebilde gezeichnet habe, das ist das, was in der Prüfung drankommt. Naja, und das macht die Sache manchmal so kompliziert, weil man im Grunde genommen von einer Sache gleich in die nächste springen muss und trotzdem dann irgendwie da auch echt die Punkte sammeln muss. Ich habe mir noch mal die Mühe gemacht, diese Inhalte, diese ganzen Lerninhalte noch mal ein bisschen äh, weiter äh, auseinander zu bröseln. Und auch das kann ich dir empfehlen. Kopier das mal, weil das Blatt hat jetzt schon so ein bisschen den Charakter, dass du sagen kannst, jupp. Das sind die Schlagworte, die der Kleine gefunden hat aus den alten Prüfungen. Also, so könnte man das beinahe sagen. Das sind die Schlagworte, die aus den alten Prüfungen herauskommen, um dann praktisch, sage ich mal, irgendwie die, das Anforderungsprofil zu, be, zu bezeichnen. Und dann siehst du schon: Zeichnung lesen, Normteile, die ganzen Normteile. Ich weiß gar nicht, was ein Normteil ist. Naja, das sind Schrauben, Muttern, Bolzen, Stiften und so weiter und so weiter. Kugellager, keine Ahnung, ich gucke hier gerade noch beim Schreibtisch rum. Dichtungsringe, Zahnräder und so weiter, das sind alles Normteile irgendwie im weitesten Sinne. Und all das kann man wirklich nicht so einfach nur, nur einfach kennen. Es ist auch nicht umsonst so, dass wenn wir bei den Bildungsträgern arbeiten, habe ich quasi ungefähr 110 Unterrichtsstunden für die, ich sage mal, für alles drei. Ausgelobt ist bei mir tatsächlich immer dann die Fertigungstechnik und dann habe ich so ein bisschen diese, äh, diese, diese Steuerungstechnik, die ist da dann auch irgendwo noch mit drin, aber ich fasse das immer alles hier irgendwie so ein bisschen zusammen. Und ehrlich gesagt, wenn ich Unterricht mache, dann ist das eigentlich alles eine Verbindungszone, wo du manchmal gar nicht erkennst, in welcher Sparte ist der da unterwegs, weil ganzheitlich heißt ja nicht, dass du nur zu einem Thema von oben nach unten abgefragt wirst, sondern die einzelnen... Ver Querverbindungen der einzelnen Felder sind dann im Prinzip immer das ähm, Kompetenzspektrum, das von dir verlangt wird. Und da musst du natürlich dann schon wirklich richtig so ein bisschen im Stoff stehen, das Tabellenbuch also wirklich von vorne bis hinten kennen. Und das ist im Grunde genommen auch das, was wir dann so üben. Übungsaufgaben, und da kommt jetzt mal endlich auch mal das, was ich die ganze Zeit so sagen will. Da brauchst du Prüfungsaufgaben. Prüfungsaufgaben. Äh, damit meine ich jetzt nicht irgendwie selbstgeschriebene Aufgaben, sondern vor allen Dingen meine ich damit die ganzen Prüfungen. Die ganzen HQ-Prüfungen. Die musst du bitte haben. HQ-Prüfungen. Die sollst du bitte von, ich weiß gar nicht von wann, 1999. Da denkst du immer, Alter, was hat der denn für ein Problem, der Junge? Ich glaube, eins oder zwei, da weiß ich immer nicht so ganz genau. Ich kann ja selber mal drauf gucken. Ich kann dich ja mal mitnehmen in meine Welt. Ich bin ja auch hier nur ein ganz einfacher Mensch, aber ich zeige dir mal, was auf meinem Rechner so rumturnt. Dazu werde ich dich jetzt auf mein, ein, ein, zweiten, ähm, ein zweites äh, Blatt eröffnen. Und jetzt muss ich nur gucken, dass ich nicht irgendwo wahllos hier hin und her springe, sondern da muss ich hin. Ist das handlungsorientiert? Jawohl. Jetzt bist du quasi in, meinem, in meiner Dateistruktur wo ich meine ganzen gesammelten Werke äh, seit 1999-1, das ist Frühjahr, da habe ich dann mal angefangen, die Industriemeister zu übernehmen. Ja, das war der Punkt, wo eine bundeseinheitliche Prüfung äh, eingeführt wurde. Bis dahin konnte jeder Prüfungsausschuss oder jeder Prüfungsort seine eigenen Prüfungen machen äh, und die waren qualitativ manchmal wirklich ja vielleicht angemessen vielleicht manchmal aber auch so schlecht dass man im Grunde da jetzt äh, keine Vergleichbarkeit zwischen den Prüfungsorten herstellen konnte und die Kollegen die das bis dahin gemacht haben die waren alle schon Dinosaurier da was was weiß ich da war ich vielleicht 34 keine Ahnung was ich will das gar nicht zurückrechnen dann krieg ich kriege schon wieder Angst ähm, aber äh, die hatten dann keine Lust mehr sich neu einzuarbeiten und die hatten auch nichts und wenn du dann die erste Prüfung die anguckst ich glaube, das zeigt er mir ja hier auch immer an. Und ich darf ja wegen Copyright euch das auch nicht so richtig schön zeigen. Da muss ich das in diesem kleinen Bereich lassen, weißt du? Äh, da war die NTG-Prüfung schon ziemlich schwer. Aber die Haku-Prüfung, das war Laserstrahl schneiden. Das war gerade so ein Stand der Dinge. Und wenn du von dem Thema nie was gehört hattest, dann war also echt Schicht im Schacht. Und wenn du in die 19.2 reingingst, ich meine, da war es, glaube ich, tatsächlich so, da ging es hier um so eine. Kunststoffformmaschine, äh, da sind, glaube ich, 90 Prozent der Leute durchgefallen. Ich gebe zu, ich habe die Leute auch vorbereitet auf das Thema. Aber wenn du nicht weißt, was die fragen, hast du einfach keine Chance. Und genau das will ich damit sagen. Besorge dir von 1900 und, naja, eins, zwei, also ich sag mal, nimm sie von hier an bis ja, am liebsten schon vielleicht hätte ich fast gesagt, 2022/1, das wäre toll, dann würden wir sie ja kennen, aber ich kenne die Prüfungsaufgaben nicht und ich will sie auch gar nicht haben, weil ich würde wahrscheinlich der Versuchung wirklich unterliegen sie hier im Internet zu verteilen und dann hat keiner was davon, dann wird die gestrichen, dann kriegt eine neue. Also ich habe sie tatsächlich nicht, aber bis guckt doch selber nach. Also bis 211 habe ich sie, stimmt nicht. Wenn du hier oben so reinguckst, bis 21,2 habe ich sie und dann sieht das hier schon aus. Orga Technik, das geistert ja irgendwo immer herum. Also 2021-2, ist das so? Ja, so ist das. Dann hast du praktisch alle Prüfungen, die also in der Vergangenheit je geschrieben worden sind. Ich selber darf die auch nicht verteilen, obwohl du sie natürlich hier jetzt auf dem Rechner bei mir siehst. Aber du besorgst sie dir selber. Wo auch immer, und da will ich jetzt auch niemanden an seine, an seine kriminelle Energie erinnern. Da musst du schon selber drauf kommen. Ähm, über PN in unseren Foren gibt es Leute, die das tatsächlich dann auch, ich weiß gar nicht warum, auch immer aus Nächstenliebe oder einfach vielleicht auch aus Frust der IHK gegenüber, dass die, Prüfungen verkaufen, die teilweise richtig fehlerbehaftet sind. Das ist das Leidige. Es sind nicht alle Prüfungen immer absolut fehlerfrei, und schon gar nicht kann man alle Lösungen in den Prüfungen nachvollziehen. Gut, das hat manchmal den Grund, dass die Tabellenbücher natürlich auch eine andere Auflage bekommen haben. Genau. Aber es liegt auch manchmal einfach daran, dass einfach grottenschlechte Lösungen da drin sind, die teilweise eben auch falsch sind. Und wenn du das lernen willst, egal mit welcher Prüfung auch immer, dann hast du natürlich das Problem, äh, weil du immer glaubst, der Fehler liegt bei dir, etwas zu lernen, was eigentlich sachlich und fachlich auch echt falsch ist und äh, nicht richtig einordnen kannst. Und dann bleibt am Ende des Tages immer ein Fragezeichen über, wo du nicht genau weißt, was ist da eigentlich los. Und ich arbeite tatsächlich dann in meinem Unterricht immer mit eigenen Arbeitsblättern und so weiter und so weiter. Und äh, das würden wir dann im Prinzip dann tatsächlich irgendwie versuchen da irgendwie zu bearbeiten. Ne? Genau. So sieht es aus. Gut. Ähm, was haben wir noch für Sachen am Start hier? Ähm, ich finde, diese Prüfung besorgst du dir und damit arbeitest du. Das hast du jetzt fein erzählt und so wollen wir es dann auch weiterhin haben. Genau. Was brauchen wir noch? Ah, ich muss hier mal erst kurz mal was löschen. Hier irgendein so Honk da irgendwas gepostet, was ich so gar nicht witzig finde. Das muss ich dann da mal rausschmeißen. Wenn da Leute da in meinem Forum über WhatsApp-Gruppen da referieren und dass sich da irgendwie selber präsentieren wollen, finde ich das gar nicht gut. Das mag ich nicht haben, weil über PN könnt ihr alles schreiben, was ihr wollt. Das ist überhaupt keine Frage, aber äh, ich sage mal, Forum... Als Werbeplattform zu missbrauchen, finde ich dann irgendwie nicht in Ordnung. Und naja, der Einzige, der es darf, bin ich. Haha, <laughs> aber äh, gut, ist eben so. Komm zurück zu deinem Thema, mein Lieber. Warst eben abgelenkt, genau. Also, dieses hast du dir bitte kopiert, hast du dir inhaltlich mal zum Besten gegeben, hast verstanden, dass du dir die ganzen Prüfungen besorgen sollst, wo auch immer her. Und dann komme ich zu dem Thema, wo ich sage: Ja, soll ich jetzt alle Prüfungen lernen? soll ich mich mit allen Prüfungen auseinandersetzen. Und ich habe mir wirklich tatsächlich mal die Mühe gemacht, und ich mache die Kamera mal jetzt wieder nur stellvertretend an, weil das andere jetzt gar nicht mehr so wichtig für uns ist, ähm, was ich da so an, an Daten noch so auf dem Rechner alles habe. Ich habe mir einfach mal die Mühe gemacht, ähm, jede einzelne ähm, Prüfung zumindest mal rauszuschreiben und ich hatte gehofft, dass ich zu jeder einzelnen Prüfung auch mal die Themenschwerpunkte, die dort abgefragt werden, irgendwie herzustellen. Ehrlich gesagt hat es da für mich an Kraft tatsächlich gefehlt, weil es ist so so viel Arbeit, das zu machen, dass ich da irgendwie ehrlich gesagt dann irgendwie gescheitert bin. Äh, ja, nicht ganz. Warum? Aber nur mal eins nach dem anderen. Wir gucken uns das mal erstmal an. Ich habe mir das also hier aufgelistet, denn wenn ich Unterricht mache im Übrigen, dann muss ich ja auch irgendwie mich strukturieren. Und ich arbeite immer so, dass ich mir arbeite, also... Die Themen aus den Prüfungen heraussuche und dann anhand der Themen der Prüfungen äh, die Inhalte so weit mit dem Tabellenbuch gemeinsam erörtere, bis du dann endlich weißt, jawohl, ähm, Folienwalzmaschine zum Beispiel, wir hatten sie eben kurz auch gesehen, da wird also irgendwie eine Kunststofffolie gewalzt, da geht es um Pneumatik, da geht es vielleicht um Graphset. Damals noch nicht, aber heute ganz sicher. Da geht es vielleicht auch irgendwie um das Berechnen von Anpressdrücken und so weiter und so weiter. Und vielleicht Berechnen des Prüfdruckes oder des Einstelldruckes an der Pneumatik und so fort. Und all das wird dann an diesem Beispiel erarbeitet und mit 110 Stunden für. Montagetechnik, Fertigungstechnik und Betriebstechnik. Ja, da ist man schon ziemlich knapp äh, bemessen. Äh, ich schätze mal, dass man also für den Unterricht so mindestens so 250 Stunden für die drei Themenfelder braucht, die ich vorhin gezeigt habe. Aber so viel Zeit haben wir nicht und so viel Kraft hat, man, hat der Einzelne oft auch gar nicht. Und darum habe ich jetzt eine Gewichtung vorgenommen. Zumindest mal. Gute Prüfungen, schlechte Prüfungen. Kannst du dir auch kopieren, wenn du magst. Oder schreib mir eine Mail, du weißt es schon, sag's einfach, ich war an diesem Sonntags-Haku-Veranstaltungsding dabei. Schick mir mal bitte die entsprechenden Präsentationsblätter, die du da gezeigt hast. Und dann kannst du das bitte sehen. Und dann siehst du schon, ich habe also Grüne genommen. Da würde ich sagen, die Grünen muss man nicht. Da gibt es welche, die sind wichtiger. Äh, wieso? Ja, weil sie vielleicht ein bisschen technisch, inter, äh, technisch äh, versierter sind und ich sag mal, vielleicht auch ähm, zeitgemäßer im, äh, in der Ausrichtung, äh, was das Qualifikationsprofil des Industriemeisters angeht. Metall. Ich rede nur über Metall. Ausrufungszeichen. Und den siehst du schon. Und das ist jetzt deine, de, deine Aufgabe. Ich weiß auch im Prinzip, naja, ich kann jetzt nicht alles hier sozusagen präsentieren, aber wenn du dir das hier anguckst, dann kann man sagen, die roten Teile, die musst du mindestens alle mal bearbeitet haben, da mit den entsprechenden Aufgaben. Die roten Teile sind also ein Must-have. Wenn du das nicht machst, kannst du sagen, ja, muss nicht sein, ähm, aber dann kommen so vielleicht die eine oder andere Lücke. Ich gebe zu, manchmal wiederholt sich das auch von rot zu rot. Aber ähm, wenn du es kannst, musst du es ja nicht stumpf dann äh, therapeutisch dann durcharbeiten, sondern einfach dann sagen, kenne ich, weiß ich, entscheide selber, brauche ich jetzt nicht. Und dann siehst du schon, dass du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Prüfungen also mindestens mal machen solltest. Und damit meine ich jetzt natürlich eben äh, genau das äh, dann entsprechend abzuarbeiten, was man eben nicht kann. Und dann siehst du schon, ich habe gestern gerade mit meinen Jungs hier die Fliehkraftkupplung besprochen, weißt du? äh, was das für ein Monsterteilchen ist, von der, von, von der Funktion her, wer das kennt, für den ist das alles einfach. Und dann kommst du wirklich in die Betrügel. Ja, warum? Weil im Grunde genommen erklärt dir niemand den technischen Inhalt zu diesem Teil. Wozu wird sie eingewendet? Wie funktioniert sie? Welche Vor- und Nachteile haben sie? Das heißt, alles das, was zur Fliehkraftkupplung als Schlagwort hier zum Beispiel steht, musst du dir dann wieder mit separater Post, hätte ich beinahe gesagt, selbst erarbeiten. Und wenn du da alleine vorstehst, ist das echt eine Qual. Braucht man gar nicht diskutieren. Und ähm, da. Wir machen das ja schon lange, der Peter auf seine Art hier mit seinem Organisationszeug, ich eben mit meiner Technik. Und äh, da habe ich lange überlegt, wie man eben genau das, was in den Prüfungen fehlt, irgendwie als äh, Bindeglied produzieren kann. Und. Wir machen es ja tatsächlich schon über 30 Jahre. Es ist, es ist ja, naja, erst am Anfang mit denen und dann immer mehr, ist doch schon klar. Aber jetzt haben wir so, ein, so eine, eine Riesenauswahl und bleib aber bitte dabei. Die Orangenen sind auch nicht schlecht, aber du merkst schon, wenn ich 17 Dinger da durchkeule, dann bleibt für Orange kaum noch Zeit. Und ähm, zum Beispiel dieser Kurbetrieb hier hat auch seine Vor- und Nachteile und dann siehst du schon, dass da irgendwelche Fragen drin sind, die vielleicht hier gar nicht drin sind, Schmieden und so weiter. Aber das kommt, wiederholt sich alles. Du weißt es, dass die Themen auch hier ähnlich wie bei NTG durchaus wiederholt werden abgefragt werden, ähm, denn so viel Neues gibt es nicht, wenn ich an die Wärmebehandlung denke, das Härten, das Vergüten, das Nitrieren oder das Eloxieren bei Aluminium, was weiß ich, du siehst schon, da sind so viele Fachfragen drin. Daraus ist dann praktisch bei mir zumindest mal, und ich weiß nicht, ob der Peter das auch hat, irgendwann mal der Gedanke gereift, zeichne doch mal den Unterricht auf, den du machst. Nimm ihn einfach auf. Ich nehme den Unterricht heute auch auf. Ihr werdet in dem Ton nicht in Erscheinung treten, weil, ich sage mal, Datenschutz hat für mich in der Tat also hier eine hohe Priorität und niemand und ich will auch von niemandem eine Genehmigung haben, kommt einfach nicht vor, dass da irgendwas eingeblendet wird. Und dann muss man sich das eben entsprechend angucken. Jetzt habe ich gerade kurz den Faden verloren. Dass wir, diesen, dass wir diese Videos aufgezeichnet haben und das haben wir dann habe ich aber erst später begonnen. Und ich sage mal, äh, das ist auch gar nicht so einfach gewesen, denn selber Unterricht zu machen. Wir sind ja, also ich zumindest bin ja auch bei den Bildungsträgern beschäftigt. Und ähm, wenn ich denn bei den Bildungsträgern bin und da seid ihr wahrscheinlich genauso wie alle anderen in dieser Republik, er daran interessiert, einen Präsenzunterricht zu machen. Und wenn du Präsenzunterricht machst, was wir ja jahrelang gemacht haben, dann kannst du halt nichts aufnehmen. Und da muss ich ehrlich sagen, da war ich so dankbar, dass endlich mal hier auch unsere, ähm, unsere, unser Virus mir zumindest unglaublich geholfen hat, weil gerade bei einem Bildungsanbieter hier, äh, dann praktisch einmal in, in gesamter Konsequenz, Online-Unterricht durchgeführt wurde, den ich natürlich auch im Rahmen der Technischen Akademie selber aufzeichnen darf und natürlich auch ohne irgendwie beim Bildungsträger nachfragen zu müssen, ob ich sie nutzen kann oder nicht, dann tatsächlich mal so eine Seminarreihe gebildet habe von, na, du siehst es selbst, es sind immer 13 ganze Tage gewesen, das war immer samstags, weißt du, wenn ich das jetzt so zurückerinnere, vielleicht mal auch nur in der Woche irgendwie mal einen Tag, aber ich habe den ganzen Zauber hier aufgenommen, und du siehst, da sind dann im Prinzip in der Summe rund 63, 63 Vollzeitstunden entstanden, wo wir diese einzelnen Themen hier bearbeitet haben. Das kannst du bei mir im Forum auch tatsächlich nachlesen. Ähm, wo da praktisch welche Themen dann äh, besprochen werden. Und dieses ganze Seminarpaket, das ich dann da tatsächlich, also ich habe zwei oder drei Stück, aber ich meine, du kannst immer nur eins gucken. Es sind nicht immer alles identische Sachen, sie wiederholen sich, sind an anderer Stelle, aber eben auch so handlungsorientiert eben aufgebaut, wie ich es eben erzählt habe, weißt du, äh, dann gelistet. Du musst die Zeit haben, 63 Stunden erstmal zu gucken. Gut, das geht jetzt nicht so schnell. Das ist nicht so ein Powerplay sage ich immer, wie man sich das vielleicht sonst so in so eine Art Repetitorium reinzieht. Da wird eben auch an vielen Stellen noch mal über den Tellerrand geguckt nach dem Motto da hätte die Prüfung aber auch so fragen können oder da hätte man auch so fragen können. Und tatsächlich arbeite ich hier größtenteils an Originalunterlagen bis auf diese Rutschkupplung, die habe ich dann einfach mal hier selber erfunden, da hat mir die Firma, Mädler so eine Kupplung zugeschickt und ich fand die eigentlich ganz charmant, die in ihrer Funktion mal auseinanderzunehmen und zu gucken mit den Reibbelegen und so weiter, wie das alles funktioniert und äh, die sowas in der Art hätte die IHK genauso schreiben können. Wahrscheinlich wussten sie nicht, dass es sowas gibt, aber vielleicht kommt das auch irgendwann mal dran und am Ende ist es egal, woran man sein technisches Können erprobt. Äh, wichtig ist, dass man es hat. So und dieses ganze Gebilde, das würde ich, wenn ich jetzt an eurer Stelle wäre, kein Bildungsträger hätte würde ich mir direkt kaufen und dann entsprechend tatsächlich sukzessive die einzelnen Prüfungen durcharbeiten. Und du siehst, hier unten sind sie auch schlagwortartig gelicht, gelistet. 2001. Steilkegel, Rutschkupplung habe ich dir schon gezeigt. Ich will jetzt nicht alles durchgehen, weil das ist, kostet Zeit. Du kannst selber gucken, welche Prüfungen hat er da bearbeitet. Und du siehst schon auch, man kommt dann irgendwann mal zu Ende. Weißt du, man kann nicht alle Prüfungen bearbeiten, denn viel. Hilft viel, das trifft hier nicht ganz zu. Es trifft hier bei HAKU genauso wie bei NTG auch zu. Das, was du kannst, muss sich irgendwie ein bisschen setzen und du musst in der Lage sein, eben, wenn dann auch anders gefragt wird, dann entsprechend zu antworten. Und das ist der eine Part, wo du sagst: komm, ohne Bildungsträger, keine Ahnung von nix, hier werden Grundlagen gelegt, Prüfungen bearbeitet und so weiter. Das ist der eine Teil. Und dann haben wir einen zweiten Teil. Und der zweite Teil, der sieht immer so aus, bevor ich das jetzt hier nochmal zum Besten gebe. Ihr kennt das vielleicht auch aus diesem ganzen äh, Foren, die ich da immer so, was weiß ich, bewerbe. Kann es ja wirklich schon beinahe sagen. Das will, ich will es auch nicht übertreiben, weil wenn einer da nur seinen Scheiß rauspostet, dann nervt das richtig. Ich kann Werbung eigentlich selber überhaupt nicht ab, weißt du. Und meistens kaufe ich mir lieber die App, als dass mich da einer mit, mit irgendeinem Scheiß zuspammt, sage ich mal. Aber nun gut, ich mache es halt so und ich muss es auch machen, weil sonst weiß keiner, was ich mache. Das ist das einzige Sprachrohr, das ich hier habe. Jedenfalls... Was willst du erzählen? Weil viele gesagt haben, ja, ich brauche immer mal so ein Update. Haben wir diesen Sonntag, ich, sag, ich nenne das immer Sonntagsfrühshoppen, aber eigentlich sind das immer Fachgespräche, weißt du, die wir immer am Sonntag durchführen. Und diese finden jetzt auch aktuell hier in diesem Jahr natürlich auch statt. Es sind immer sieben Stück. Und immer von 12 bis 13.30 Uhr. Und da bearbeite ich zumindest mal so die Themen Zeichnungslesen, Normteile, irgendwas zeichnen, gucken, wo finde ich die Normteile und so weiter und so weiter. Da gibt es kein festgelegtes Konzept von mir. Meistens suche ich mir etwas aus, wo ich gerade Bock drauf habe, wo ich finde, Alter, da hast du mal jetzt richtig, mal auch ein bisschen Stoff, dass du im Tabellenbuch zeigen kannst. Das ist meistens so der erste Teil, weil da weiß ich immer, okay, ich kenne euch ja auch so von der grundsätzlichen Art her, was wichtig und was nicht so wichtig ist. Und dann wird im Zuge danach immer verabredet, ja, welche Prüfung wollen wir uns denn angucken? An welcher Prüfung wollen wir denn hier die Demontage üben und so weiter oder Montage? Meistens Montageplan und so weiter, weißt du? Montageplan, Demontageplan. Dann gucken wir uns mechanische Berechnung an. Ja, das klingt dann immer so ein bisschen komisch, aber da ist zum Beispiel irgendwo dieser, was, was, ein Spannfutter, das da gemacht werden muss. Also irgendwo ist in jeder Prüfung ja auch eine mechanische Berechnung vorhanden. Ich kündige das immer eine Woche vorher dann im Forum da an, was ich mir dann ausgedacht habe. Meistens kriege ich von euch dann immer noch ein paar Hinweise nach dem Motto, Alter, das wäre auch gut, wenn du das machst. Dann versuche ich das einzubauen, wenn es passt. Und dann. Will ich nur sagen, Inhalte verabreden wir, aber im Schwerpunkt sind das schon so im Grunde genommen die Bausteine, die wir machen. Ich stelle immer wieder fest, so ganz nebenbei, dass, dass die fertigungstechnischen Berechnungen bei euch eigentlich super laufen. Da brauche ich meistens gar nicht so viel über die äh, Hauptzeit vom Drehen und die Hauptzeit vom Bohren reden. Was? Da habe ich immer gedacht, alles klar, das musst du aber irgendwie anbieten, weil wenn es einer nicht kann, dann ist das eben ein ganz wichtiges Themenfeld, wo du immer zehn Punkte rausgenerieren kannst. Ähm, das hängt jetzt immer im Wesentlichen davon ab, wie sich die Gruppe, es ist ja eine Gruppenveranstaltung, zusammensetzt und wie dann so, ich sag mal, das gefühlte Mittel äh, der Gruppe ist, was denn da praktisch äh, gefragt werden soll. Und das gilt für pneumatische Systeme. Was ich habe hier so einen ganz kleinen Pneumatikzylinder, aber an dem kann man schon eine ganze Menge rechnen, wie der angesteuert wird, welche Ventile genommen werden, welches... Was ist GraphSet? Das mache ich hier meistens schon immer mal. Das kostet aber immer so richtig viel Zeit. Und alles immer mit dem Tabellenbuch nach dem Motto äh, habe ich bis dahin sowieso wieder vergessen. Aber wenn ich nur ein bisschen Teilahnung habe, dann kann ich immer mindestens 50 Punkte ziehen und das ist gut. Und Fallbeispiele gilt genauso. Suchen wir uns was raus, was passt. Ansonsten nehmen wir eine einfache Prüfungsaufgabe, wo wir dann alle Themen nochmal hier gemeinsam durcharbeiten. Hier sind es immer so Schlaglichter auf Themenfelder, während hier dann praktisch wirklich mal so vielleicht eine ganze Prüfungsaufgabe bearbeitet wird und äh, dann läuft das Ganze. Das ist der Part, der dann so immer mit der 1-Stunde parallel läuft. Und dann haben wir in der Tat tatsächlich, und jetzt muss ich mal gucken, warum ich zweimal die gleiche Kiste hier eingetragen habe. Ja, wahrscheinlich, weil der zu dusselig ist. Dann haben wir im Prinzip immer hier einmal noch eine Prüfungsvorbereitung für zwei Tage vom hier Donnerstag, Freitag. Überschneidet sich manchmal mit den Bildungsträgern, kann man zeitlich echt nicht optimal machen. Aber da werden alle Themenfelder, das ist ein richtiges Repetitorium. Da ist eigentlich jeden Tag das, was hier passiert ist. Und ich will nicht sagen, du musst das alles jetzt machen, aber du musst dich Themenfelder irgendwie kennen, du musst dich darauf vorbereiten, du kannst meine Hilfe in Anspruch nehmen, musst du überhaupt nicht. Ich sage immer, alles kann, nichts muss. Und was ich umsonst kriegen kann, nehme ich sowieso. Aber da warne ich davor. Ich gucke ja auch immer bei YouTube. Bei NTG ist das ganz gut, was die anderen Kollegen da zum Besten geben, wenn man mit der Art und Weise, wie sie das präsentieren, umgehen kann. Ähm, bei Haku habe ich festgestellt, alter, wer, also ich, also meine Meinung dazu ist immer, ähm, ich hätte es wohl verstanden, wenn er nicht versucht hätte, es mir zu erklären, weil das ist teilweise wirklich so grottenschlecht, dass ich sage, meine Zeit ist mir für sowas einfach zu schade. Äh, da setze ich mich lieber mit irgendwelchen Arbeitsgruppen zusammen. Verstehst du, du kannst den ganzen Scheiß durchstreichen, mach eine Arbeitsgruppe irgendwo, weißt du, so dass du dann im Grunde genommen weißt, was da so vonstatten geht und so weiter. Also, da bin ich der Meinung, da hast du durchaus eine Chance, mit anderen auch was dann zu bearbeiten, weißt du. Und äh, aus diesem Grunde, meine ich schon, wäre das hier der richtige Weg, um sich vorzubereiten mit den zwei Tagen. Ich zeichne diese ganzen Veranstaltungen auf dass du sie dir dann im Nachhinein immer angucken kannst und selbst wenn du dann im Grunde genommen eine Mal versäumst, kannst du sie dir später immer noch mit angucken. Oder du buchst einfach nur das oder das, weil du da gerade Bock drauf hast, du musst nicht alles kaufen, weißt du, das ist doch Schwachsinn. Das finde ich voll, un un voll uncool, weil ähm, ich will aber nur zum Beispiel hier jetzt mechanische Berechnung. Ich will nur das hier und ich will das Thema, das macht er mit mir und dann bin ich nur einmal dabei. Ist doch okay, ist doch alles möglich und nichts sofort diktiert. So, und diese Dinger, die kannst du entweder live mit mir machen, sowohl als auch. Und natürlich haben wir die Dinger auch jetzt schon aufgezeichnet. Und da siehst du schon, von 20.1, von 20, da konnte ich das ja mal selber ganz gut machen, weil das ist dann im Rahmen der Technischen Akademie immer selbst eigenverantwortlich gemacht. Wir brauchten niemanden um Copyright bitten. Also haben wir die Dinger natürlich auch aufgezeichnet. Und dann siehst du schon, wir haben einmal hier... Immer dann, wenn da Tag steht, verstehst du, wenn da oben Tag steht, dann ist es Prüfungsvorbereitung. Also, diese Dinger, das sind alles Prüfungsvorbereitungstage. Das sind also zwei Semester Prüfungsvorbereitung. Das sind diese hier. Alles klar. Und diese hier unten, ja, Mann, das sind die Dinger, die wir quasi jetzt immer an den Sonntagsgeschichten machen. Und du weißt selbst, Mann, es wiederholt sich alles. Was ich sagen will, ist, wenn du dich hier an dieser Stelle bei mir anmeldest, dann werden sicher auch einige Themen, die hier drin stehen, da reingehören, weil es ist ja schon passiert. Und äh, was sollen wir Neues erfinden? So dass man eigentlich, wenn man keinen Bock auf diesen Unterricht hat, kauft man sich hier vielleicht das eine oder andere. Kann hier quasi dann sich auch selber heraussuchen, welche welche Themen er da besprochen hat und kann dann im Grunde genommen tatsächlich sich ziemlich gezielt vorbereiten und ähm, ich habe immer gesagt, ja, normalerweise ist die Laufzeit immer ein halbes Jahr, aber bei Haku muss ich anders denken. Da sage ich immer, wenn einer jetzt NTG bestanden hat und sich dann mit deinen Videos vorbereiten will, dann ist ein halbes Jahr zu wenig, weil nur bei den Vollzeitleuten trifft das zu. Bei allen anderen Teilzeitmenschen sind die länger am Start. Und deshalb habe ich die Laufzeit auf ein Jahr verlängert. Das heißt also, wenn jetzt einer, hat gerade heute einer wieder so ein Video gekauft, weißt du, äh, da steht dann zwar immer noch bis zum, was weiß ich, bis zum 11.05. oder was, aber das läuft immer ein Jahr und äh, ich verlängere das für alle, die das auch gekauft haben, weil ich finde, das ist einfach cool, aber. Dass man einfach dort damit auch arbeiten kann, weil eben auch ganz viel Zeit immer da drin steckt. Du siehst schon immer elf Stunden, zwölf Stunden. Wenn du dir die Zeiten anguckst, dann sag ich immer: Die musst du auch haben. Wenn du alles hast, ja Gott, dann kannst du sagen, ich habe hab dem alles abgekauft, was er hat, toll. Aber du brauchst natürlich im Grunde oft ja nur kleine Teile daraus. Und darum musst du selber sehen, was du machst. Ich will eigentlich da jetzt nicht äh, irgendwie so eine Art Baustein haben, wo man jetzt wirklich nur noch ganz sequenziell sich vorbereitet. Das macht mir echt zu viel Arbeit. Und ähm, damit funktioniert das hier eigentlich ganz gut. Diese Dinger repräsentieren das, was wir hier machen aus der Vergangenheit große, große Schnittmengen, so dass du eigentlich das hier nicht brauchst. Damit bist du besser bedient und wenn du es mal zeitlich durchrechnest, habe ich gesagt, komm, wenn du es dann hier kaufst, ist es auch billiger und so weiter. Aber darum, melde dich einfach, wenn du da irgendwas wissen willst. Und ich glaube, mit meinem ganzen HQ-Zeug ähm, bin ich zumindest jetzt erstmal so weit durch, dass ich sagen kann, wenn du also, und da fasse ich nochmal für mich auch ehrlicherweise nochmal so zusammen, dich vorbereiten willst auf HQ-Technik, dann ist die erste Botschaft, fang früh an. Warte nicht, bis dann endlich acht Wochen vor der Prüfung sind wie bei NTG und dann geht das los. Naja, jetzt haben wir acht Wochen bis Mai, ich weiß es wohl. Da werden dir wahrscheinlich so furchtbar viele Varianten gar nicht mehr übrig bleiben. Besorge dir die Prüfungen, arbeite die Prüfungen, ich sage mal schwerpunktmäßig nach meiner Durcharbeitungsempfehlung von mir aus von 2022 rückwärts. Aber immer nur diese roten Dinger, du weißt das, was ich dir gezeigt hatte, weißt du? Immer nur diese roten Dinger rückwärts von 2022, rückwärts zurück. Und ich hätte es fast vergessen, ich habe es schon aufgeschlagen gehabt, aber ich zeige es dir jetzt auf meiner Internetseite. Da habe ich ja angefangen, schon mal mich irgendwie damit zu befassen, weißt du? Und da siehst du schon, ich halte es tatsächlich auch durch: 20 Nee, habe ich überhaupt nicht durch, du Knaller. 2020 2 Wir sind ja nun schon in 21. Das heißt, die letzten beiden Jahre hat der Bändig gar nicht in seiner Internetseite aktualisiert. Ja, stimmt. Hat er wohl keinen Bock gehabt oder was? Genau so ist es. Aber das hat er hier gemacht. Und wenn du jetzt diese Seite mal runter dann hat er schon ein bisschen was getan und war auch vollen Mutes. Und bei 2018, da hat er die Themenfelder und so weiter und so weiter. Und wenn du dann jetzt, ich will nur mal sehen, wann er aufgehört hat. Und dann hat er in 2016 irgendwann gesagt, was weißt so, du, äh, irgendwas können die Teilnehmer auch mal selber machen. Wenn ich den schon zeige, äh, wie vielleicht so ein kleines bisschen äh, dort äh, die Struktur ist, dann kannst du zumindest schon mal loslegen. Aber bis 2016 kannst du auch meine Auswahl wählen und sagen: Okay, was war dran? Wenn ich Antriebsleistung will, dann kannst du die Seite natürlich auch nach Antriebsleistung durchsuchen. Du kennst es, weil jeder Firefox-Besitzer weiß, dass man also die Internetseiten nach Schlagworten durchsuchen kann. Und dann findest du die entsprechenden äh, Prüfungen, wo es um Antriebsleistung geht. Und dann siehst du natürlich Antriebsleistung drehen oder Maschinenauswahl und so weiter. Dann hast du schon mal eine ganz gute Übersicht über das Thema. Für Orga habe ich das auch gemacht. Aber weißt du, irgendwie auch nur deshalb, weil ich beim Teil Orga auch immer die entsprechende ähm, technische Aufgabe herausfiltern wollte. Wenn ich mich nicht täusche, war das, ich weiß, es geht schon wieder los. Bei Haku sind das 60 Prozent in dem Bereich Technik, glaube ich, wo auch Technik abgefragt wird. Und 20 Prozent in dem Teil Organisation. Also ähm, da siehst du schon. Auch die Orga angucken, hat er hier gemacht. Diese Seite ist ja on, kannst ja jederzeit draufgehen. Du kannst sie dir ja auch kopieren. Du brauchst den ganzen Mist doch einfach nur mal schwarz machen, äh, kopierst dir das in dein Word rein und dann hast du das auch als Word und kannst es ja im Prinzip auch selber weiterverarbeiten. Das hat ja auch einen Grund, weshalb ich das so mache und nicht anders. Ich hätte ja auch fotografieren können, dann kannst du gar nichts mit dem Scheiß machen. Ich will doch, dass du den Mist nimmst und hier dir kopieren kannst. Das will ich doch. Das ist doch ganz wichtig für mich. So. Denn du sollst damit arbeiten, ich nicht. Und ich habe mir einmal die Arbeit gemacht und vielleicht habe ich die Kraft, das ja auch nochmal zu machen. Äh, aber im Moment, weiß du, ich, hätte fast gesagt, ja, da gewinnt die Faulheit so ein bisschen gefühlt, oder? Also keine Ahnung. Und ähm, das ist also im Grunde genommen die Vorgehensweise: Prüfungen rückwärts von 2021 äh, äh, dann zurückzuarbeiten und sich dann damit irgendwie auseinanderzusetzen. So, und jetzt habe ich dich ehrlich gesagt, ich gucke auf die Uhr, äh, 45 Minuten, 44 Minuten voll gequatscht. Äh, das war vielleicht so ein Powerplay von dem Ganzen und äh, was ich wollte, war im Grunde genommen dir zu zeigen, fang früh an, nimm die Prüfungen, nimm zu jeder Prüfungsaufgabe die entsprechenden Tabellenbuchhilfen dazu und... Ähm, dann wirst du feststellen, auch das wird dich nicht so wirklich glücklich stimmen, weil manche Dinge sind eben einfach schlecht gemacht in der IHK-Lösungsgeschichte da. Das weiß, kennt ihr aus NTG mit Sicherheit sowieso. Und bei HAKU ist es nicht immer besser. Und wenn man was lernen will, sind die Prüfungen nur begrenzt geeignet, um damit was zu lernen. Darum ist dieser Begleitunterricht, den wir da machen, eigentlich schon ziemlich wichtig, weil alles das, was jetzt nicht in den Prüfungen geschrieben ist und man selber nicht weiß, wird einen vor unüberwindbare Hindernisse setzen. Und das führt zu Frustration. Und am Ende des Tages wirst du vielleicht trotzdem bestehen, weil du eben auch in den anderen Teilbereichen, eben diesen 40% Orga, da bist du vielleicht besser, keine Ahnung, kriegst du immer einen hohen Deckungsbeitrag, sodass du da quasi dann in der haku prüfung im Allgemeinen mit dem Bestehen wie bei NTG nicht solche Probleme hast, weil du eben ausgleichen kannst von. Ja, Organisation zu Technik und so weiter. Ja, das ist eben dieser Ausgleichsfaktor, der da drin ist. Und darum werden also, und das ist meine Erfahrung, ich habe auch lange Jahre als Vorprüfer in Hamburg für diese HAKU-Prüfung gearbeitet. Also alle Prüfungen, die in Hamburg geschrieben worden sind, sind auf meinen Schreibtisch gekommen. Ich habe die vorgesichtet ähm, und benotet, damit der Prüfungsausschuss so ein kleines bisschen äh, eine Richtschnur hat und auch dann auch so die Gleichbewertung aller Prüflinge untereinander gesichert ist. Ich habe das nie alleine gemacht, ich habe das immer mit meinem Sohn gemacht, der ist auch Maschinenbauingenieur, der, der, der macht es besser als ich, aber äh, weil er im Prinzip nicht immer so gehässig ist, wo ich sage, was, das ist falsch, null Punkte, er, aber er hat doch da und sie hat doch da, also durch dieses Kombispiel war das immer ganz gut. Was willst du sagen? Es haben also im Großen und Ganzen Rund 70 Prozent der Leute bestanden mit besser 50, das kann man mal sagen. Dann war eine große, eine große Zahl von Teilnehmern, die vielleicht, also naja, 10, 15 Prozent haben vielleicht dann so mit einer guten 3 oder bis zu einer guten 3 oder schlechten 2 hin bestanden. Ganz wenige hatten mal eine 1 und dann waren so vielleicht so 5. Also von 100 Leuten sind dann immer so 7, 8, 5 Leute, so je nachdem, das kann man nicht so genau sagen, dann tatsächlich auch mit unter 50 Prozent rausgeflogen, manche sogar auch unter 30. Aber das hatte dann immer den Hintergrund, weil wir wissen ja, wo, welche Themenfelder also abgefragt werden. Und wenn dann jemand zu überhaupt keinem irgendeine Ahnung hat, dann lasse ich ihn auch ehrlich durchfallen, weil ich finde, jemand, der nichts weiß und sich auch wirklich durch Ahnungslosigkeit profiliert, der hat auch keine Daseinsberechtigung als Industriemeister seine, sein Leben zu fristen, denn das wäre berufsschädigend und genau das wollen wir natürlich nicht, denn wenn irgendwelche Klopse da rumlaufen, wo man sagt, wo hat der denn seinen Meister her? Der weiß ja gar nichts. Damit wird praktisch der ganze Meisterstand diffamiert und das wollen wir natürlich gar nicht. Weißt du. äh, man muss schon auch ein bisschen was herzeigen können, aber wir wollen euch eben auch die Möglichkeit geben, es zu, auch, 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 auch zu schaffen. Unser Ziel ist es hier, und äh, da wiederhole ich mich von Peter, der hat mir das ja auch nochmal so deutlich gesagt, wir sind ja hier, um euch durch die Prüfung zu bringen und nicht um hier, sage ich mal, hier uns selbst zu befriedigen, könnte man beinahe sagen, mit unseren Videos. Aber sie sind eben auch ein großer Teil der Hilfe, die man dann eben dann nutzt, wenn man eigentlich frei arbeiten will und eben nicht irgendwie dann an Termine gebunden ist, denn unsere Videos laufen überall, kannst du so gucken, wo du willst, ob das auf dem Handy guckst oder auf dem iPad oder von mir aus auch auf der, auf der PlayStation, weißt du, kannst du auch im Übrigen, ich darf das gar nicht sagen, bei den Bildungsträgern über den Beamer laufen lassen, weißt du, das habe ich dann auch schon mal gemacht, weißt du, dass sie gesagt haben, komm, ähm, dürfen wir das so? Dann haben wir das verabredet. Ich sage klar, dann äh, ist ja auch für euch, dann wird nur ein Video gekauft, die ganze Klasse guckt. Das darf ich überhaupt nicht sagen? Aber ich sage mal, ich bin auch kein äh, Verhinderer, sondern eher ein Ermöglicher. Und dann lasst denn solche Visionen hat man ja auch. Keine Ahnung, da ist eben so viel möglich. Und jetzt habe ich wirklich viel geredet. Gibt es von eurer Seite aus zu dem Thema noch Fragen? Also, ich meine, ich hoffe, ich habe so ein bisschen so euren Nerv getroffen, dass du den Handlungsauftrag mitgekriegt hast. Wie gehe ich vor? Wahrscheinlich hast du es schon auch gewusst. Aber sind noch irgendwie zum Thema Technik irgendwelche Fragen offen, wo du sagst, das frage ich den Deppen mal, vielleicht kann er mir helfen.